Ich will, dass ihr versteht, dass die heutigen Massenmedien daran interessiert sind, die Interessen von transnationalen Großkonzernen zu realisieren. Das heißt, ihr werdet niemals im Fernsehen etwas schauen können, was eure geistige Entwicklung oder euer Werden zu einer adäquaten Persönlichkeit vorantreibt. Es gibt zielgerichtete, zusammengestellte Schablonen, wie man bei Menschen Schwächen erzeugt. Denn Geld macht man mit den Schwächen der Menschen. Und diese Schwächen in euch zu schaffen, das ist die Hauptaufgabe der Massenmedien. Das verheimlicht auch heute niemand. Ich hatte hier einen Slide, wo eine Rede von einem unserer Wissenschaftler mit den amerikanischen Wissenschaftlern abgebildet wurde. Sie sagen, wie sollen wir denn anders? Unsere Aufgabe ist es, das Volk so zu formieren, dass es möglichst wenig gebildet ist, möglichst wenig Ahnung von Kultur hat und so viel wie möglich konsumiert. Das heißt, wir müssen Konsumenten erziehen, die ihre Schwächen nicht kontrollieren können und sehr naiv sind, damit man mit ihnen Geld machen kann. Denn die Konzerne müssen verkaufen und es ist notwendig, damit jeder alles kauft. Das ist unsere Aufgabe und diese Aufgabe wird durch Methoden der egregorialen Manipulation der Matrix gelöst. Denn niemand zwingt sie, so nach dem Motto, raucht, raucht, raucht. Wie wird das gemacht? Das wird eben durch solche egregorialen Methoden gemacht. Es wird ein Informationsfeld erschaffen, in das ihr hineingelangt. Wenn ein Mensch auf dieser Erde geboren wird, ist er in seiner Essenz ein leeres, weißes Blatt. Und was passiert dann? Was passiert in der Druckerei? Man schiebt das Blatt rein und dort ist eine Matrix. Zack! Das, was auf der Matrix ist, ist auch auf dem Blatt. Genauso ist es bei dem Menschen. Er taucht auf, quasi ein leeres Blatt, und dann betrachtet er die Welt und schafft sich eine Weltanschauung. Was bedeutet Weltanschauung? Das ist die Vorstellung von der Welt in Sinnbildern. Durch die Augen formiert sich größtenteils die Weltanschauung. Er schaut umher und formiert sich eine Weltanschauung. Was sieht er um sich herum? Was sieht er im Fernseher? Wir haben die ganze Geschichte des Films untersucht, angefangen bei den ersten Filmen. Ihr werdet keinen einzigen Film finden, wo ihr keine Szene von Sauferei und Rauchen von Tabak seht. Es gibt keinen einzigen Film, wo dies der Fall ist. In der ganzen Filmgeschichte. Denkt ihr, dass es einfach so ist? Denkt ihr, dass alle sitzen und 24 Stunden lang rauchen? Anwälte, Verbrecher, Kommissare. Schaut euch unsere Filme an. Nein, das ist eben für euch gemacht, damit ihr es mit euren Augen als die Norm wahrnehmt. In uns werden infolge eines Imprinting Schablonen installiert. Imprinting ist die Bedruckung. Bei euch bleibt im Unterbewusstsein nicht das hängen, was man euch sagt, sondern das, was ihr gesehen habt. Man kann, wie lange man will, erzählen, aber wenn Vater und Mutter abends Bierchen und Wein einschütten, dann ist das Erzählen sinnlos. Ihr werdet es für die Norm halten. Ihr werdet gar nicht wissen, warum. Ich habe mich zum Beispiel mit sehr intelligenten Menschen unterhalten. Was sagen Sie denn? Angefangen zu rauchen habe ich von alleine. Niemand hat auf mich Einfluss gehabt. Das sind Leute, die absolut kein Verständnis von diesen Technologien haben. Bevor er sich entschlossen hat zu rauchen, hat er aber hunderte von Malen diese Szenen mit seinen Augen gesehen. Man hat bei ihm eine solche Weltanschauung installiert, bei der er dies für die Norm hält. Deshalb ist das Hauptziel unserer heutigen Zusammenkunft, euch über diese Mechanismen aufzuklären, die alltäglich, allstündig auf euch einwirken, mittels aller modernen Medien im Zeitalter der Globalisierung. Das sind Fernsehen, Radio, Zeitung, Internet und so weiter. Alles arbeitet nur nach dem Prinzip, um aus euch eine nicht denkfähige Masse zu machen, die alle Produkte konsumiert, um den Umsatz der Konzerne zu sichern.